Das Steinhuder Meer als größter Binnensee in Niedersachsen ist landschaftlicher Anziehungspunkt und Wanderziel. In den Werbeschriften des Fremdenverkehrs ist es mit einigen Sternchen versehen, aber es ist nicht nur schön. Es ist, oder besser, es war ein Sorgenkind der Bauern an seinem Süd- und Westrand, dem Steinhuder Meerbruch. Etwa 200.000 Jahre sind vergangen, seit dieser Landschaftskomplex entstand. Während der Saale-Eiszeit im Rehburger Stadium bildeten sich die Voraussetzungen zu den Problemen, die umfangreiche wasserwirtschaftliche Maßnahmen in diesem Gebiet erforderlich machten. Meer und Bruch sind eine landschaftliche und geologische Einheit. Das Steinhuder Meer ist 30 Quadratkilometer groß. Es hatte die dreifache Ausdehnung. Im Südwesten gehörte das Meerbruch dazu, aus dem ein ausgedehntes Niederungsmoor wurde. Im Osten das Tote Moor, das als Hochmoor ein bedeutender Torflieferant geworden ist. Die Entstehung des Meeres und des Bruchs ist auf die drei Endmoräneablagerungen bei Husum, Schneeren und Mardorf zurückzuführen. Sie drängten die Leine vermutlich von Poggenhagen bis nach Lese ab, und in dem Leine-Weser-Urstromtal verblieb als flacher Restsee das Steinhuder Meer. Der Schmelzwasserabfluss der gewaltigen Gletscher folgte etwa dem gleichen Zuge, den heute der Meerbach nimmt. Die Ablenkung nach Norden erfolgte erst später. Das Steinhuder Meer gibt durch den Meerbach dreimal so viel Wasser ab, als die spärlichen oberirdischen Zuflüsse spenden. Seine Hauptquelle ist immer noch das alte Urstromtal. Das Meerbruch war, solange die Anwohner auch zurückdenken mögen, immer nasses Land. Niederungsmoor, auf dem oft bis in den Sommer hinein das Wasser stand. Die Ernte war spärlich, wenn es eine gab. Die Pläne, durch ein Gemeinschaftswerk Abhilfe zu schaffen, sind nicht neu. Aber die Initiative zum Anfangen hat lange auf sich warten lassen. Immer wieder mahnte der frühere Stadtdirektor von Rehburg, Heinrich Kloth: Ich glaube, dass es jetzt wohl Zeit ist, dass wir uns zusammenschließen und endlich mit der Arbeit anfangen, damit wir endlich mal das Steinhuder Meer hinter den Häusern loswerden. Es wurde angefangen, im Jahre 1953. Und nach 8 Jahren intensiver Arbeit und nach vielen Opfern konnte der Verbandsvorsteher Kurt Bothe sagen: Hätten wir in diesem Jahr unsere Entwässerung nicht, wahrscheinlich hätten wir sehr viel Arbeit gespart. Wir hätten erst gar keinen Kunstdinger säen brauchen, wir hätten nicht mähen brauchen, wahrscheinlich auch nicht ernten brauchen. Aber besser ist es ja wohl so, dass wir eine sehr gute Ernte haben. Der Wasser- und Bodenverband Steinhuder Meerbruch wurde am 13. April 1953 in Hagenburg gegründet. Das Beteiligungsgebiet umfasst 2149 Hektar, die sich auf 7 Gemarkungen verteilen. Steinhude, Altenhagen, Hagenburg, Wiedenbrügge, Winzlar, Rehburgstadt und Mardorf. Fast 1300 Mitglieder sind darin vereinigt. Der gewählte Vorstand und der Ausschuss, in dem alle beteiligten Gemeinden vertreten sind, haben in den ganzen Jahren die Hauptlast der Arbeit übernommen. In Sitzungen und Begehungen wurden die Voraussetzungen zum Ausbau erarbeitet. Der Regierungspräsident Frau Thea Nolte-Behnisch und Oberbaurat Jenner, der damalige Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Hannover, verbanden die theoretischen Erwägungen, zum Beispiel Finanzierung, mit praktischer Geländekunde. Und dann begann in den Büros des Wasserwirtschaftsamtes Hannover die großräumige Planung. Baumeister Buhmann, geistiger Vater der Pläne und nimmermüder Berater des Verbandes Steinhuder Meerbruch, erarbeitete mit seinem Mitarbeiter Ingenieur Baumann alle Einzelheiten. Und was als Berechnung und Vermessung begonnen hatte, nahm erste Gestalt an in zahllosen Plänen und Zeichnungen, die während der Bauausführung immer wieder erstellt werden mussten. Was 1953 vom Wasserwirtschaftsamt Hannover unter der Leitung des Oberbaurats Jenner begonnen wurde, endete 1961 unter seinem Nachfolger Oberbaurat Tegitt.
Im ersten Bauabschnitt 1954-55 wurde der Südbach fast in seiner ganzen Länge ausgebaut. Der Düker Grenzgraben war dabei das wichtigste Bauwerk. So sah es in manchem Jahr aus, wenn man von der Straßenbrücke am Rehburger Bahnhof stromab oder stromauf sah. Überflutete Flächen, Reihen von Zaunpfählen, die aus der weiten, blanken Fläche trostlos herausstanden. Der Südbach hatte alles bedeckt. Kein Wunder, dass so ein unregelmäßiger, verwucherter und zu enger Lauf das Wasser nicht ableiten konnte. Aber die Bagger schafften und schafften. Und die Männer vom Bau sicherten das neue Profil. Diese Aufnahmen von der neuen Straßenbrücke fast an der gleichen Stelle entstanden zu einem Zeitpunkt, als in dem nassen Frühjahr 1961 alle Flussläufe in Niedersachsen ausgeufert waren. Der Südbach aber konnte das Wasser fassen. Hier sieht man den fast fertig ausgebauten Südbach in der Höhe des Grenzgrabens. Es war erforderlich, mit einem Dükerrohr das Wasser unter dem Grenzgraben hindurchzuleiten. Grenzgraben, Südbach. Mit dem Einrammen stählerner Spundwände musste an den beiden Seiten gewissermaßen ein unverrückbares Widerlager geschaffen werden. In diesen Kästen ruhen isoliert die Enden des gekröpften Dükerrohres. 1,20 Meter ist sein Durchmesser. Der tiefe Graben, der den Düker in der Sohle des Grenzgrabens aufnehmen musste, konnte erst unmittelbar vor dem Einbau ausgebaggert werden, damit er nicht wieder zuschlemmte. Dann lag das schwere Rohr auf der Baubrücke und die Hebezeuge begannen ihre Arbeit. Auf Nimmerwiedersehen, hoffentlich, verschwand der Düker. Der Greifer drückte mit seinem Gewicht die ausgeschnittenen Spundwandteile in ihren Sitz. Die Stadt Rehburg war viele Monate hindurch der Schauplatz eines weiteren wesentlichen Bauabschnittes. Hier am Ratskeller war lange Zeit eine Großbaustelle. Stromauf gegen die Straßenbrücke gesehen, bot der Meerbach dieses Bild. Eng, gewunden, verwahrlost. Hier setzte die Arbeit der großen Greifbagger ein, die mithalfen, die 4,2 Kilometer lange Strecke an der Straßenbrücke bis zur Grenze des Verbandsgebietes fertigzustellen. Auch dieser Ausbau gehörte zu dem Abschnitt 1954-55. Er war eine der Leistungen, die der Meerbruchverband gewissermaßen als Vorschuss für den später gegründeten Meerbach-Oberverband durchführen musste. Der Bau des Durchbruches in Rehburg-Stadt ist wohl für alle interessierten Verbandsmitglieder am deutlichsten sichtbar gewesen. Als das Wasser umgeleitet war, kam der ungenügende Ausbau und die starke Verschmutzung des alten Durchbruches schonungslos ans Tageslicht. Jeder Art Dreck war hier zu finden. Aber die Räumkolonnen schafften bald Platz und bereiteten das Bett vor für den Aufbau des Lehrgerüstes, in dem dann Stück für Stück der Betonkanal gegossen wurde. Er folgte den räumenden Männern bis an die Brücke heran und da stockte die Arbeit. Mit viel Zeitaufwand mussten erst die alten eichenen Befestigungen ausgeräumt werden, die jahrhundertelang im Meerbachbett gelegen hatten.
Dann erst konnte der Betonkanal unter der Brücke und oberhalb der Brücke gegossen werden. Abschluss dieses Bauabschnittes war die Befestigung der Sohle vor und hinter dem Durchbruch. Und die Befestigung der Böschungen. Was jetzt vor aller Augen dasteht, ist ein sauberes Stück Ingenieurarbeit, das mühelos die Wassermengen aufnehmen und abführen kann. Noch einmal zum Vergleich, vor dem Ausbau und nachher. Und zwar bei dem hohen Wasserstand im Frühjahr 1961, als in Niedersachsen Flüsse und Bäche ausgeufert waren. Der weitere Ausbau stromauf bis zum Wehr gehört zwar schon in den Bauabschnitt 1956-57, er muss aber folgerichtig an dieser Stelle mit eingeblendet werden. So sieht man aus dem Flugzeug auf Rehburg und seinen Meerbruch. Bauabschnitt 1956-57. Ausbau des Nordbaches in 7,3 Kilometer Länge, Restausbau des Südbaches, Einbau der Düker-Düdinghäuser Grenzgraben und Hagenburger Kanal. Außerdem wurden wesentliche Teile der insgesamt 63 Kilometer Binnenvorfluter ausgebaut. Zum Transport der Dükerrohre vom Werkhof in Hannover in das Meerbruch mussten besondere Fahrzeuge verwendet werden. Verladen mit großen Kränen, aus dem Fabriktor Fahrt über die Autobahn Abfahrt bei Kohlenfeld bei Schneeregen durch die engen Straßen von Wunsdorf bis zur Umladestelle am Rande des Meerbruchs. Bei Wasserbauarbeiten im Winter ist man vor Überraschungen nie sicher. Über Nacht war Schnee gefallen und der Weitertransport auf der Lorenbahn musste mit größter Vorsicht und Sorgfalt geschehen. Langsam ging die Fahrt über kleine Brücken, bis dann auch dieses Dükerrohr auf seiner Baubrücke lag, mitten in der verschneiten Landschaft. Die Flaschenzüge brachten das Rohr in seine richtige Stellung. Um es aber zum Absinken zu bringen, musste erst Wasser hineingepumpt werden. Die starke Kröpfung verhinderte trotz des Gewichtes vieler Tonnen das Untertauchen. Auch dieser Düker kam sofort in seine richtige Lage und konnte ohne Korrektur abgedichtet werden. Bei der Unterführung des Südbaches unter den Hagenburger Kanal hindurch war die größte Entfernung zu überbrücken. Das lange Rohr konnte nicht in einem Stück zur Baustelle transportiert werden. Der Speziallastwagen musste zweimal fahren. Auf der Baustelle erst wurden die beiden Teile von innen und außen verschweißt. In die stählernen Spundwandkästen, die als Widerlager dienen, wurden die Öffnungen zur Aufnahme des Rohres mit Schneidbrennern eingeschnitten. Diese Arbeit musste sehr genau berechnet werden, damit später der Düker wirklich dicht eingelassen werden konnte. Diesmal erfolgte der Einbau bei schönstem Frühlingswetter. Alle Beteiligten waren mit ganz besonderer Spannung bei der Sache, denn es ist schon etwas Besonderes, wenn so ein Koloss auf Nimmerwiedersehen im Wasser verschwinden soll. Und wenn er erst richtig auf der Montagebrücke liegt, ist das gewiss ein Grund zur Freude. Hier ergab sich auch für die vielen interessierten Verbandsmitglieder endlich einmal die Gelegenheit, dabei zu sein und den denkwürdigen Vorgang mitzuerleben. Die Montagebrücke konnte abgebaut werden und das Dükerrohr hing frei in zwei Flaschenzügen. Genau über dem ausgebaggerten Graben. Abwärts rasselten die Ketten der Flaschenzüge und mit einer Seite zuerst senkte sich das Rohr in den Hagenburger Kanal und trank und trank.
Richtmeister Ehlers besserte noch ein paar beim Transport beschädigte Stellen an den verschiedenen Isolationsschichten aus und dann setzten sich die beiden Rohrenden genau in die vorbereiteten Lager. Die Vermessung bestätigte, dass es richtig war. Der Richtkranz konnte kommen. Die Vielzahl der ausgebauten Binnenvorfluter und Wirtschaftswege wird in diesem Luftbild deutlich. Über den Häusern von Steinhude am äußersten Ostzipfel des Verbandsgebietes beginnt der Überflug. Wir folgen dem ausgebauten Südbach bis in die Höhe des Hagenburger Kanales und sehen unter uns die weiten, saftig grünen Wiesen. So sah es früher hier aus, wenn das Frühjahr normal nass war. Sumpfgras, Pfützen, keine Ernte. Und hier die Heuernte 1961 auf einer der gleichen Flächen, die nach der Entwässerung noch gedrängt wurde und trotz des nassen Frühjahrs mit schweren Maschinen und Wagen befahren werden kann. Lockeres, duftiges Heu für das zahlreiche Vieh, ausreichend Nahrung für den nächsten Winter. Denn im Sommer geht jetzt das saubere Rindvieh weiden auf den Flächen, die es früher gar nicht betreten konnte. Die Wege im Bruch, auf denen früher die Fahrzeuge, nicht nur Autos, stecken blieben, sind befestigt und ausgebaut worden. Als der Regierungspräsident Frau Theanolte Behnisch im Jahre 1958 zum letzten Mal eine Begehung durchführte, zeichneten sich manche Maßnahmen erst ab. Zum Beispiel der Sohlabsturz und der Ausbau an der Düsselburg. Sie gehörten in dem Bauabschnitt 1958-59, der dem endgültigen Ausbau der Binnenvorflut und den Folgemaßnahmen gewidmet war. Maßnahmen. Das sind all die Arbeitsgänge, die der Entwässerung folgen und die erst den vollen Nutzen der vorausgegangenen Wasserbauarbeiten ermöglichen. Zuerst die Dränung, die natürlich durch mechanische Geräte erheblich erleichtert und auch verbilligt wird. Das hier ist der Trenchdigger, der auf vielen Flächen verwendet wurde. Ein schönes Beispiel gemeinsamen Planens. Zwei Anlieger räumen zusammen den alten Zaun weg, der ihre Flächen getrennt hat. Sie haben auch gemeinsam den großen Pflug bestellt, der mit seiner breiten Raupenzugmaschine auf allen Flächen arbeiten kann. Dieser Pflug wirft den Boden bis zu 40 cm tief um und wo er gefahren ist, liegen glänzende, speckige, schwarze Schollen da. Bei diesem Pflügen kommt mancher versunkene Eichenstamm wieder an das Tageslicht. Wasser, Moor, Bruchwald,
So haben wir diesen Film genannt. Wasser und Moor konnten wir sehen. Hier ist nun auch der jahrhundertelang vergangene Bruchwald wieder sichtbar geworden. Dann wird getellert, damit die Plaggen gründlich zerkleinert auf die weitere Bearbeitung vorbereitet sind. Und was dann noch fehlt, um das Werk zu einem wirklich guten Ende zu führen, das ist die Ansaat, gleich verbunden hier mit einer dem Boden angepassten Düngung. An dieser Stelle verschaffen wir uns wieder einen Überblick aus der Luft über Südbach und Meerbach unterhalb der Straßenbrücke in Rehburg bis zur Düsselburg und sehen auch noch auf den weiteren Verlauf des damals noch nicht ausgebauten Meerbaches im Gebiet des Oberverbandes. Nichts kann die Leistungen des Verbandes und seiner wasserwirtschaftlichen Betreuer besser veranschaulichen als diese erntereifen Ackerflächen bei Rehburg und der erfolgreiche Grünlandtag im Mai 1959, zu dem Bauern und Landwirte, Fachschüler und Behördenvertreter von weit her in großer Zahl gekommen waren, um zu besichtigen, was alles auf den einstmals quatschnassen Flächen wächst. Die Gemarkung Hagenburg und Altenhagen waren der Schauplatz dieser Demonstration, bei der die Bauern des Gebietes mit Stolz ihr Heu, die Industrie ihre neuesten Maschinen vorführten und alle Maschinen, auch die schwersten, konnten auf den jungen Flächen fahren und arbeiten. Die weidenden Pferde zeigten übermütig der ratternden Konkurrenz, dass sie zumindest edler und schöner sind. Es sind verschiedentlich Stimmen laut geworden, die der Tierwelt des Bruchs den sicheren Tod angesagt haben. Das ist nicht so. Dieser Storch mag für alle die vielen anderen Bewohner stehen, die heute wie eh und je das weite Bruch bevölkern. Viel wurde geleistet, viel wurde getan im Steinhuder Meerbruch. Und erst wenn alle durchgeführten Maßnahmen in einer Zeichnung schematisch nebeneinander stehen, wird es so recht deutlich, wie umfangreich die Arbeiten waren und wie kurz im Grunde genommen die dafür gebrauchte Zeit. Ein abschließender Blick über die weiten Flächen des Verbandsgebietes soll den Eindruck abrunden. Stromauf geht der Weg diesmal von der Düsselburg über die 7,4 Kilometer Meerbach im Verbandsgebiet. Unter uns liegt das weite Schmelzwassertal der Eiszeit, das unwegsame Bruch der Jahrhunderte, das fruchtbare Land unserer Tage. Nach Süden und Südosten wendet sich unser Blick in das Gebiet des Südbaches mit seinen vielen Binnenvorflutern. Alle Einzelmaßnahmen für sich bedeuten wenig, aber die Vielzahl der sich ergänzenden Arbeiten und der Fleiß der Bauern im Bruch haben das geschaffen, was lange geplant und nun endlich Wirklichkeit wurde. Wasser, Grünland, Felder.